Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute war ganz oldschool, einfach nur GoPro, Handy mit dabei und ja, wie früher mal, ohne viel Equipment. Wir nehmen uns heute einen Trail vor und den wollen wir möglichst gut und schön versuchen zu fahren. Ich habe das Kenevo dabei, heute umgerüstet, ganz frisch auf Schwalbereifen, weil die Batscherreifen haben immer Luft verloren und ohne Kompressor habe ich die einfach nicht mehr drauf bekommen. Und die Schwalbereifen sind ja tubeless easy und das ist halt auch wirklich Programm dann. Ja, wir radeln mal hoch und sehen uns dann bei der ersten Auffahrt. Übrigens das Kenevo, vorne Dirty Dan, hinten Magic Mary, hinten Super Gravity Karkasse, vorne Super DH. Jetzt wiegt das Ding auch mit Sicherheit fast 20 Kilo. Naja, auf geht's. Oh, technischer Apfel. So, wir sind oben angekommen, haben aber gemerkt schon, dass heute der Tag ja so ein bisschen, ja, wir nicht so richtig fit sind. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall ganz, ganz entspannt heute angehen. Nichts Wildes. Ja, also man muss schon sagen, beim Uphill die super soft Reifen, ne? Also das, also vor allem der Dirty Dan, den merkt man schon, dass der so richtig bremst beim Uphill-Fahren, finde ich. Ja, wir sind jetzt oben. Ich würde sagen, wir können dann als erstes hier den Sprung so ein bisschen vornehmen. Vielleicht die Michi auch so ein bisschen üben, einfach dran zu springen. Ja, der hat zumindest eine kleine Landung. Ich würde sagen, und hier Absprung ist so, hier 1, 2, 3, 4 Meter, bis der wirklich schön in der Landung ist. Das können wir eigentlich mal ausprobieren, so zum Einstieg, um sich zumindest hier so ein bisschen, bisschen zu trainieren. So, ja, wahrscheinlich lachen, denken, was macht der hier so mit so kleinen Jumps? Aber wenn man sich nicht so gut fühlt am Tag und nicht so fit ist, fährt man zumindest einfach so ein paar Sachen, finde ich. Also ich brauche hinten dringend neue Beläge. Ich finde, der First Try hätte ein bisschen schneller sein können, aber man sieht, da bin ich gelandet. Da war Bremsspur und da ist der Absprung. Also für so einen kleinen Mini-Kicker trotzdem relativ weit. Anfahrt hätte ein bisschen flotter sein können. Jetzt probiert die Michi mal. Oh. War nix, ne? Der war ein bisschen kurz, ja. Ich glaube, da ist so ein Ding, da könnte man theoretisch so in die Kuhle rein springen, also über den Hügel. Das ist scheiße hier. Die Anfahrt ist halt ziemlich mockig. Wenn man sich das hier Stück für Stück vornimmt, jetzt haben wir das Ding da gemacht, dauert das echt ewig. Wir müssen jetzt ein bisschen zügig machen, weil es wird schon langsam ein bisschen dunkler. Bis zum Anfang der Senke. Steiler Part. Ich habe voll das Timing verkackt. Ich weiß gerade so ein bisschen nicht, ob die Anfahrt so super ist. Man merkt schon, es wird langsam Abend. Kälter, dunkler. Einfach mal angucken. Hier ist ja eigentlich so das Interessante, die Kurvenkombi, ne?
Aber hier ballern wird schon tricky, ey. Wenn ich ehrlich bin, ich habe das Gap mir auch halt noch nie angeguckt, ne? Ja. Das ist komplett neu. Okay, das kannst du nicht mehr einfach so fahren. Das kannst du ja vorher auch rollen. Das sieht so aus, als würden viele hier landen. Ja, und dann, ne? Das Ding ist halt, dass man richtig krass Speed hat. Boah, Scheiße. Das Rad war bis gerade sauber. Ja, das ist heute unfahrbar hier. Zu vergessen. Das Rad war bis gerade sauber, ich fass das nicht. Das Rad sauber? Das Fahrrad war bis gerade sauber. Und meine Hose auch. Ja, nee. Hier das, ja, der Boden ist richtig weich. Guck mal einfach, dass wir entspannt hier runterfahren. Ich will nicht durch die Matsche da fahren. Oh! Oh! Scheiße! Das war bis gerade so sauber. So Leute, das Fahrrad ist jetzt doch zum Schluss noch dreckig geworden und wir fühlen es einfach heute nicht. Deswegen fahren wir jetzt zurück zum Auto. Das letzte Stück hier leider total vermockt und das war eigentlich das Stück, worauf ich mich am meisten gefreut habe, das mal mit zu erarbeiten. Aber jetzt mit dem Feeling in den Knochen lassen wir das sein und fahren zurück zum Parkplatz. Und yes, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.